Ich bin Conny Lüdemann, ich bin Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag. Ich bin heute hier am Samstag in Magdeburg, weil ich Schirmherrin des Fahrradaktionstages bin. Und das mache ich wirklich wahnsinnig gerne. Ich habe zwei Fahrräder. Ich habe ein Fahrrad hier in Magdeburg, wo ich arbeite, und ein Fahrrad in Dessau, wo ich wohne. Und mich ärgert es, dass das Fahrrad nicht so den Stellenwert hat, den es haben sollte. Das ist toll heute gewesen, hier mit so vielen Hunderten von Leuten über den Ring zu fahren, durch die Altstadt zu fahren, über Brücken zu fahren, zu sehen, dass es so viele Menschen gibt, denen das Fahrrad auch wichtig ist und die auf wirklich so bunte, freundliche Weise demonstrieren wollen und zeigen wollen, wir brauchen bessere Fahrradwege, wir brauchen bessere Radstellanlagen, wir brauchen höhere Verkehrssicherheit, Vision Zero, das ist was, wofür wir Grüne im Landtag kämpfen. Wir brauchen an insbesondere Bahnhöfen gute Möglichkeiten, das Fahrrad abzustellen, damit man auch ÖPNV verbinden kann. Wir setzen uns für Radschnellwege ein, das ist was, was hilft. Und was ganz besonders wichtig ist, gerade in so einer großen Stadt wie Magdeburg, die Radlogistik, damit man eben nicht immer mit Lastern die Innenstadt verstopft oder mit diesen kleinen Transportern, sondern auf so einem Lastenrad kann man 400 Kilo transportieren, und das ist für die sogenannte letzte Meile vom Laster zum Geschäft hin. Also wunderschöne Musik. Ich bin ja Sigmar Fricke aus Magdeburg und nehme heute an dieser Fahrraddemo mit dran teil, weil ich sehr interessiert bin, dass Magdeburg ein bisschen aufholt, mit dem Fahrrad zu fahren. Tja, und ich hoffe, dass es ein bisschen bringt, dass die aus der Stadtverwaltung denn Einsicht haben, doch mehr für den Fahrradfahrer zu tun. Jetzt, ja. Das wäre mein Beitrag, den ich hiermit leisten möchte. Ja. Meine Wenigkeit ist der Fahrrad Eldegard, der Barwinski. Ich sammle seit 40 Jahren Fahrräder, bin in der Schule von dem Walter Schröderjang. Das war der erste Mechaniker von den TB Schur. Und seitdem ich den Mechaniker kenne von TB Schur, seit 1964, beschäftige ich mich mit Fahrrädern, Rennmaschinen, alten Fahrrädern, habe im Hintergrund ein Friedfahrtmuseum aufgebaut in Kleinmühling. Meine Wenigkeit ist im Verein Historische Fahrräder Braut, Deutschland, europaweit. Und ich präsentiere hier 100 Jahre alte Rennmaschinen, Fahrräder.